Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 22. Mai 2019 nach tibetischen Astrologie. Heute haben wir eine nette Überraschung erlebt. Unserem lieben Stein, der sich verbreiten möchte, hat ein Detektiv beauftragt. Und dieser Detektiv ist extra von Deutschland nach Mallorca geflogen und hat uns hier auf unserem Finca besucht. Eine sehr nette Begegnung war das, habe ich mich sehr gefreut. Ich bin nur neugierig, was kommt als nächstes. Welche Überraschung hat sie noch vor? Und Ideen hat sie auf jeden Fall. Sie ist sehr kreativ. Und jetzt schauen wir die heutigen Tageshoroskop an. Die vier Grundelemente ist die Feuerelement, Erdeelement, Luftelement und Wasserelement. Es ist ziemlich ausgewogen, wobei im Feuerelement ist etwas mehr Energie. In Tierkreiszeichen Widder bewegt sich Venus und Uranus. Das wirkt auf uns Frauen und wir können damit rechnen, dass Veränderungen kommen oder Überraschungen und ein Neuanfang und wir zeigen auch Kraft und Mut. Und setzen wir etwas in Bewegung. Die Tierkreiszeichen Schütze, hier befindet sich Mond, Saturn, Pluto und auch die absteigende Mondknoten. Sehr interessant, weil Saturn und Pluto befindet sich exakt auf diesem Knoten und aktiviert Vergangenheit, alten karmischen Themen. Ketu, diese absteigende Mondknoten, symbolisiert Vergangenheit. Mond hat einen Einfluss auf unseren Alltag und wirkt auf unseren Gefühlen. Schütze bedeutet Bewegung, das kann auch Sport sein oder eine Reise, Ausland, Auslandskontakte und wichtig ist die Orientierung. Und das zeigt auch die Schütze, die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Spirituell bedeutet es, das sind unsere Wünsche. Und das soll die Ziele sein. Dann haben wir auch die Orientierung und dann kommt die Feuerelement dazu, setzt etwas in Bewegung und es begeistert uns auch. Sonne und Merkur befinden sich im Stier. Sonne zeigt die Monatsthemen, die Ruhe bewahren, die Tage genießen, aber auch um die Finanzen kümmern und kommt die Merkur-Energie dazu, das sind Gespräche, Kontakte, eventuell Verträge. Die Luftelement, hier zeigt sich Wassermann und die Zwillinge. Neptun bewegt sich immer noch im Wassermann und das heißt unserem Träume leben, unserem Ideen verwirklichen, im Leichtigkeit bleiben. Die Mars-Energie ist auch im Luftelement und das heißt, wenn wir uns durchsetzen, behaupten möchten, dann brauchen wir den Luft zum Atmen. Wir brauchen die Leichtigkeit. Mars ist eine männliche Energie und mit dieser Verbindung zum aufsteigenden Mondknoten bedeutet bei vielen Männern, die suchen etwas. Sie können das gar nicht beschreiben, oft was das ist. Gerade bei diesem Einfluss von Rahu. Die suchen ihren Platz im Leben oder ihre Aufgabe oder die Berufung oder neue Liebe, Partnerschaft, ein Neuanfang kann natürlich auch bedeuten. Im Wasserelement wirkt die Skorpion und das heißt unseren Gefühlen transformieren, raus aus negativen Gefühlen und übergehen auf positiven Gefühlen wie Dankbarkeit, Hingabe,
Begeisterung, Zärtlichkeit und Liebe und damit manifestiert sich etwas. Jupiter steht auch zum Gerechtigkeit und öffnet den Augen auf Ungerechtigkeiten und das wirkt natürlich auch auf unseren Gefühlen. Die Verbindungen. Sonne und Merkur steht in Verbindung und sie wirken zusammen. Das heißt, die Wahrheit kommt ins Licht. Saturn und Pluto steht hier auf diesem Mondknoten aktiviert. Vergangenheit, alten karmischen Themen. Dieses Symbol ist ein I-Ching-Symbol, das ist ein uraltes Wissen und das ist eine Art Kalender, ein Kalendersystem und I-Ching bedeutet Wandlung. Die Energie wandelt sich, das weibliche und männliche Energie vermischt sich jeden Tag auf Neues. Die heute Yijing-Symbol zeigt Lü und bedeutet das Auftreten. Wir sollen auf unserem Auftreten, auf unserer Ausstrahlung achten. Also ein selbstbewusstes Auftreten. Und die tibetische Astrologie zeigt dieses Bild. Es regnet, es donnert gerade. Aber das ist notwendig, weil das hat eine reinigende Wirkung. Es klärt etwas auf und dieser Hin und Her hört auf und bekommt eine Struktur. Und hier diese Figur ist ein Schaffeuer oder Ziegefeuer, nennt man auch so in der tibetischen Astrologie. Und das bedeutet sehr viel Feuerelement, ein bisschen Holzelement dazu. Und das ist die Begeisterung, die Kraft, die Mut, die Leidenschaft und all das, was wir mit diesem Kraft beginnen, das trägt auch Früchte, weil dann kommt ein langsames Wachstum. Dieses Symbol erzählt angenehme Begegnungen. Dann achten wir heute auf unserem Auftreten, auch unserem Aussehen. Wir begegnen wir mit Menschen, die gute Herz haben und dankbar sind. Der heutige Tag eignet sich für Wunscherfüllung und wir werden etwas verschönern oder etwas Schönes kaufen. Die Jahrgänge 1967 und was noch kommt 2027 steht in Verbindung zu dieser Energie. Und die Zahlen. Die Glückszahl ist die Zahl 3 in Wasserelement. Und das heißt, auf inneren Gleichgewicht achten, auf die inneren Ruhe. Und diesem inneren Ruhe liegt auch die Kraft. Und mit dieser Kraft entsteht etwas Neues und das ist die Kreativität. Wichtig ist auch, und das ist der Fokus, die Zahl 6 im Metallelement, dass wir etwas bereinigen und klären. Und das hat mit Vergangenheit was zu tun. Das kann natürlich diese karmischen Themen sein. Und unsere Schicksalszahl ist die Zahl 9 im Feuerelement und das heißt nicht aufgeben. Wenn wir unseren eigenen Grenzen stoßen, dann Kraft haben, weitermachen, Mut zu haben. Oder wenn jemand versucht, uns klein zu halten, Grenzen setzen, dann auch nicht davonlaufen, sondern mit diesem Kraft und Mut etwas in Bewegung setzen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe von Dendera.